Epi ist da. Der Epi ist da. Oder er kommt gleich. Ich weiß nicht, wo er sich... Da hinten hat er sich reingeschlichen. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Lightyear Frontier. Ja, ich hab's richtig gesagt. Hast du es richtig gesagt? Der hat's richtig gesagt. Ja. Hallo. Ja, ich hab's richtig gesagt. Ich hab's richtig gesagt. Fliegt nochmal schön auf die Fresse. Ja, er hat's nicht gemacht. Nein, ich hab mich abgefangen. Was hast du denn hier alles geküttelt? Du hast gerade irgendwas mitgenommen hier. Irgendwas Rundes. Der Hacker macht irgendwelche giftigen Sporen. Wer hat das da reingetan? Ja, die brauchten wir für... Ach, die brauchte ich, glaube ich, für irgendwas. Ich habe alles schon wieder vergessen, weil wir jetzt schon über eine Woche nicht mehr gespielt haben. Und jetzt wird das bestimmt super toll, weil wir jetzt alles nochmal neu erkunden können und alles so ist, als ob wir es noch nie gesehen haben. Okay, nicht ganz so extrem. Ich weiß noch, wo das Baumenü ist, wobei ich nicht weiß... doch, die Blumenpresse hatten wir schon, ne? Hallo. Also bei mir steht nur drin, ich soll die Tieflandebene wiederherstellen, die Gebirgsküste und akzeptiere eine Anfrage von Ulf. Wer ist Ulf? Den kenne ich nicht. Nee, das sag ich jetzt nicht. Das war, glaube ich, der von dem Funkturm, wo wir waren. Ach so. Aber wir können die... Obwohl, wir haben doch die Anfrage akzeptiert. Wir haben nur noch nicht die Sachen gehabt, oder? Ja, nein, wir sollen mir ja die Sachen geben, aber das gebe ich ihm dann. Ich gebe ihm noch nicht die Sachen. Verrückt. Mal eben gucken. Die zwei Tage danach müssen wir auf jeden Fall gießen. Oder drei Tage wahrscheinlich. Wenn es dann wieder regnet, danach kommen die giftigen Blasen. Aua. Merkt ihr das mal, weil ich merke mir das eh nicht. Haha. So. Was kommt dann nach dem Regen? Nach dem nächsten Regen kommen die giftigen Blasen. Und ich habe jetzt absolut keine Ahnung und gerade Schluck auf. Das kommt auch noch dazu. Ich habe absolut keine Ahnung, was wir eigentlich... Boah. Stimmt, der Epi hat hier ein Abbild von sich hier hingestellt. Warum, weiß ich nicht, weil die Vögel kommen trotzdem ständig dahin. So. Ich brauchte die giftigen Sporen. Wofür brauchte ich die? Ich habe absolut keine Ahnung. Also ich hab die habe ich in so einen Sack da hinten getan von der Scheune. Das ist die Fläche. Achso, Batterien konnten wir noch nicht machen, ne? Elektrik aus Stahl wahrscheinlich auch nicht. Blaue Linsen hätten wir schon mal machen können. 5 Eisenteile. Das musste ich als nächstes machen. 5 Eisenteile. So, warte. Ah, ich habe leider nichts dafür. Ah, wir waren zu lange weg. Hier ist alles voller Moos. Ja. Putz den Schuppen mal. Was mache ich denn jetzt? Das ist die Schmiede, die wir da reingestellt haben. Ich finde meine ganzen Dinger hier nicht mehr. Was brauchen wir hierfür? Achso, da brauchen wir die Barren für. Genau. Ich brauche die Batterie und den ganzen Kram. Oh je. 5 Eisenteile hier. Nein! Hallo, ich bin gerade was am Herstellen. Kann man da nicht wenigstens mal 10 Sekunden warten? Das habe ich gar nicht drauf geachtet, was da drin war. Vielen Dank. The weather's real nice. Let's get out there and seize the day. Ich brauche einen Eisenrahmen. Kann ich den haben? Wie stellen wir nochmal Eisen her? Oh, wir müssen hier wieder saugen. Wir haben keine Eisen. Wir haben kein Eisenerz. Wir haben keine Kohle, haben wir? Aber ja, haben wir. Ach doch, Eisenerz. Aber wo haben wir Eisenerz jetzt her? Ich habe jetzt alles geschlossen hier am PC. Sonst habe ich immer meine Homepage und da steht ja alles drin. Und da kann ich dann mal kurz nachgucken, weil ich bin ja so ein Vergesskopf. Und der Epi ist ja sowieso so ein Vergesskopf. Also... Wenn man dem auch irgendwas sagt, der weiß das 2 Sekunden später schon nicht mehr. Auch 2 Eisen Barren. Wo war denn Eisen nochmal? Sag mir das sofort. Ja, warte, ich gehe auf meinen Blog. Ich weiß das wirklich nicht mehr auswendig. Was machst du denn hier? Oh, ich bin auf dich gesprungen, dann ist er umgefallen. Bist du doof? Ich weiß, das war eine rhetorische Frage. Ich mir so vor wie die Kaninchen, wenn die fertig sind, die fallen dann auch immer rum.
wie diese, was war das? Waren das die Mungus oder was? Das ist der Mungus. Ja, die stellen sich dann noch tot. Also nicht nachdem sie gerammelt haben, sondern die stellen sich doch tot. Im gelben Wald hatte ich mir aufgeschrieben. Hier oben irgendwo. Da, in die Richtung. Ich finde meine eigene... Das ist ja immer schön. Ach, da hinten. Ja, genau, da war der gelbe Wald. Also ich brauch ganz viel Eisen. Geh weg. Nein, ich hol jetzt das Eisen. Du hast hier gar nichts zu sagen. Du weißt ja noch nicht mal, wie Eisen aussieht. Guck mal, da unten ist Eisen. Das kannst du dir holen. Nee, das ist kein Eisen. Das ist Aluminium. Ich bin schneller als du. Weil du dich vorgedringelt hast, aber sonst nicht. Aha. Okay, ich dachte, wenn der Epi jetzt auf die Nase fällt, dann muss ich mir das angucken. Ich glaube, irgendwo hier war das, oder? Wo wir runter Nein, mussten? Es war links. Das ist. Ah, nee, Moment. Das ist rechts, nicht links, aber ist okay. Irgendwann lernst du das auch nochmal. Oh, Moment. Nein, wo ist der Sauger? So. Aua. Ich bin die Dinger hier am Wegsaugen. Kannst du mal aufhören? Oh, hier ist ganz viel... Wenn ich mürzel, diese Zapperzweige. Wieso stand da gerade ein Baum bei mir drin? Zeichen für einen Baum? Was soll das? Hinten sind auch noch Zapperzweige. Ich hol mal welche, weil ich glaube, davon brauchen wir auch ganz viel Öl, meine ich. Oh, und die blauen Kristalle hole ich am besten auch eben, oder? Ja, das Problem ist, hier ist kein Eisen gerade. Ja. Doch, da geradeaus ist welches. Jetzt laufe ich mal hier hoch. Jetzt weiß ich auch wieder, wie Eisen ausgesehen hat. Nein, weißt du nicht, du bist... Es macht das Spiel wieder mehr Spaß, weil man wieder mehr weiß. Oh, es ist wirklich alles weg. Also ich habe es privat zwar auch noch mal ein bisschen weiter gespielt, hatte aber nicht so viel Zeit. Und dementsprechend bin ich da jetzt auch noch nicht ganz so weit. Auch nicht ganz so weit wie jetzt hier. Nicht weitergespielt. Der hat gefaulenzt die ganze Zeit. Nein, ich habe einen Tag habe ich weitergespielt. Die anderen Tage habe ich mein Imperium aufgebaut, mein Aqua-Imperium. Lässt du das ganze Eisen hier liegen? Ja, irgendwann werden wahrscheinlich dann die ganzen Fische und so werden dann mal zurückschlagen. Das stimmt. Hallo, ihr Erdmännchen. Hallo, guck mal. Guck mal, ich glaube, der hat Drogen genommen hier vorne. Guck dir mal den an. Da, den. Der schwankt so, den hast du wahrscheinlich... Oder sind das doch zwei? Weil hinten, das sind auch zwei. Wir hatten aber eigentlich nur diese eine Stelle so groß. Nee, es war doch eine Stelle, wo das so runterging ganz viel. Nee, das war doch Kupfer, oder? Ach, das ist Kupfer, ne? Ja, das war manch Kupfer. Das war aber an den Randklippen, oder wie heißt das? Ich könnte dir das auf der Karte zeigen. Da ist so ein großer brauner Fleck. Also Eisen gibt es auch in der Gebirgsküste. Die ist da. Die ist da. Aber wo war das da? Da ist ein Baum umgekippt. Aua. Ja, ich habe jetzt den zweiten Dings, habe ich hier drin. Entfliegen. Wo bist du denn jetzt hin? Ach, jetzt weiß ich wieder, wo das Eisen war, glaube ich. Wieder hin. So, meine wundervolle Liste. Im gelben Wald, da sind wir drin. In der Gebirgsküste, die ist unter uns. Und im Treppengipfel, da ist auch noch Eisenerz. Moment, wo ist denn jetzt die Gebirgsküste? Die ist da rum. Kommen wir so ein bisschen vor wie Kong. Der lief auch immer so. Und der hat auch sehr oft auf die Fresse bekommen. Kann ich den... Kann ich jetzt immer noch nicht machen, ne? Da brauche ich die Verbesserungen für, oder? Ja, ja.
Weil der Epi ja nicht will, dass ich die Verbesserungen mache. Mit einem verbesserten Schlauch kannst du das hier alles schon freilegen. Ich denke, du hast den. Dieser miese Trickser, guckt euch an, was der da hinter meinen Rücken am machen ist, ohne was zu sagen. Ohne was zu sagen. Oh, das war der falsche, warte. Ohne was zu sagen hier. Da. Ich piek's dir in deinen kleinen Metallhintern. So. Aber du musst die ganzen unten noch machen, ne? Das weißt du schon. Ja, aber das ging ja nicht. Ja doch, das sind die gleichen hier. Ui. Oh, ich habe damit die Farbe gerade geändert. Ich hatte doch den Modus gar nicht irgendwie. Doch, du hast von allen die zweite gehabt, ich nicht. Nein. Ich doch nicht. Porn tief rein, entferne 150 giftige Schleime. Wieso krieg ich das, wenn der Epi das jetzt macht? Das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Nein, nicht verlassen. Also hier und... du siehst das ja, ne? Da hinten Richtung Mond und da unten runter. Ne? Das ist jetzt deine Aufgabe. Ich gehe mal gucken, ob ich hier noch ein bisschen was finde, was wir hier... Aber ich weiß nicht mehr, wo das war. Birksküste. Aber hier komme ich wieder hoch. Nee, das ist der Treppengipfel. Oh, oh. Das ist zwar der Treppengipfel, aber... Musste man den einsaugen? Ja, den musste man einsaugen. Aber hier oben ist gerade wieder Chrommais. Sehr schön, den nehmen wir mal mit. Ich habe das Eisen gefunden. Das geht doch da das so runter, ist ne? Hier, wo ich die Markierung jetzt gemacht habe. Beim Treppengipfel aber. Also jetzt nicht da, wo ich eben war. Ach da, genau, da ist der Weg. Ja, ja, genau. Wäre nur schön, wenn er das auch abbauen würde und nicht einfach in der Gegend herumeiern würde hier. Da sind aber auch nur zwei Stellen jetzt aktuell. Gucken, ob ich hier noch was... ja, kommt her, meine Schätzeleins. Kommt her, ich sauge euch alle ein. Bei uns seid ihr viel sicherer. Es sei denn, dass das Zeugs da wieder kommt, das, ne? Dann seid ihr nicht so sicher. Aber ansonsten seid ihr bei uns viel sicherer. Wir nehmen euch mit nach Hause. Wir passen auf euch auf. Wir bewässern euch, damit ihr schön groß und stark werdet. Komm, wo bleibt dein Spruch? Die Gameplayerin hat... Nee, nicht den A offen, sondern die ist bekloppt. Das sowieso, das wissen ja alle. Das betone ich auch immer wieder. Okay, hier sind doch mehrere hintereinander. So länglich. Abwechselnd immer mit dem... Nein, es war so klar, dass ich jetzt überladen bin. Ach, äfft euch doch. Warum kann man das nicht mit einer normalen Kiloanzeige Dings machen? Weil du weißt, was ich meine. Warum kann man nicht einfach mehr tragen? Das war jetzt so die Variante... was es werden sollte. Okay, hier ist auch nochmal Eisen. Es wäre schön, wenn ich das auch nehmen könnte. Es ist so blöd. Wenn ich überladen bin, dann komme ich da auch nicht vernünftig hoch. Ist dir das mal aufgefallen? Oh, hier ist noch eine Höhle. Ist doch bestimmt auch noch Eisen drin, oder? Ich saug jetzt erstmal. Ist schon wieder so dunkel hier. Da hinten geht es noch weiter. Hier draußen haben wir nichts. Na, meine lieben Freunde, haben wir da Eisen drin? Ja, Hallöchen, ihr Rattenschlingel. Haben wir hier Eisen drin? Die werden nur Kohle. Wenn ihr jetzt das einblenden, kann es sein, dass ich noch bin. Wie für die, die jetzt das einblenden? Du meinst, die jetzt erst einschalten? Oder die alles übersprungen haben. Nein, es gibt doch so ein Meme, so ein kleinen. Da war sonst nichts, ne? Das artet ja in Stress aus. Ich musste gerade schon so viel arbeiten. In Icarus. Ja, wenn ihr einfach ohne mich weiterspielt. Ne, wir haben ja neu angefangen, komplett. Mussten wir, ist doch alles weg. Ganz Spielstände sind weg, alles aus meiner Arbeit. Wir haben
eine Umstellung gemacht, das System von servergespeicherten Profilen auf Client-Profil, also dass es bei dir gespeichert ist nur noch im, auf dem Rechner. Hey, das ist ja eine Verschlechterung. Wieso sollten die das machen? Ja, weil sie es gemacht haben. Und da hattest du eine gewisse Zeit Chance, so eine Migration zu machen und die Sachen zu deinem Profil zu kopieren. Wenn du das nicht gemacht hast, wie ich, weil ich lange nicht gespielt habe und drin war, ist es halt weg. Die Charaktere, die man hatte, sind weg und eben der Levelstand auch von denen. Du willst mich verarschen. Aber da ich eh nicht mehr so viel wusste, habe ich dann festgestellt, war das gar nicht so verkehrt jetzt einfach. Also ich habe gestern nochmal das versucht, wie das beschrieben war, was man machen muss, damit man es wieder herstellen kann. Das hat nicht mehr funktioniert. Zu lange her. Wie komme ich denn jetzt da drauf, ohne dass ich springen kann? Aber ich hatte schon wieder eine Nahtoderfahrung mit dem Eisbär. Ja, die sind mies. Ja, und ein Braunbär hat mich gekillt. Die sind richtig mies. Ich hab hier... Es ist ja... Ich muss echt mal eine Karte rausbringen, aber ich wollte die Karte eigentlich dann rausbringen, wenn alles freigeschaltet ist. Das ist das Problem. Da wollte ich dann nämlich mit verschiedenen Farben markieren, wo welche Stellen zu finden sind am meisten. Weißt du, wie viel Eisen man für einen Barren braucht? 5 oder so? Ich war auf jeden Fall teuer wahrscheinlich. Der EP hat die Gebirgsküste wieder hergestellt. Ja. Den Teil hier. Ja. Beauty of the scenery. It's completely different seeing it from your Mac unit sensors. Ja, halt doch mal die Klappe, du blödes Schrottding. It's all been just an array of different values and data. You know, weather statistics, soil salinity levels, all that neat stuff. None of my instruments ever told me what a fallen leaf looks like, let alone 100 blowing in the wind. I would never have seen any of this without you. Oh, guck mal da oben. Jetzt kann ich endlich mal einen Screenshot machen. Der ist die ganze Zeit nur doof am Labern. Ich will natürlich jetzt nicht das Quatsche damit drin haben. Jetzt fällt mir mein Kabel runter. Och, ich habe heute eine Folge aufgenommen von meinem neuen Aqua-Imperium. Ja, also morgen Premiere. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, 13 Uhr waren es. Und, falsch ausgedrückt. Morgen wäre dann der 10. Bis ihr diese Folge seht, ist wahrscheinlich schon eine Woche rum. Dann habe ich mein Aqua-Imperium schon aufgebaut. Also, vergiss alles, was ich gesagt habe. Ich behaupte das Gegenteil. Jedenfalls habe ich da eine Folge aufgenommen und gerade total vergessen, was ich dir eigentlich damit sagen wollte. Und habe mich voll erschrocken, weil hinter mir plötzlich Notizbücher und so runtergefallen sind. Ich habe schon gedacht, hier läuft ein Poltergeist rum. Nein. Doch. Und was war's? Eine Maus. Wahrscheinlich ein Poltergeist. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall sind die Dinger einfach runtergefallen. Warte mal, hat sich das hier wieder aufgefüllt? Waren wir nicht eben... Nee, wir waren eben gar nicht hier, ne? Bin ich denn jetzt? Guck mal, jetzt bin ich da. Also du gehst jetzt zu der Markierung, wo ich eben war. Und ich bin jetzt ein bisschen weiter weg. Und hier ist auch nochmal überall. Also merkt ihr den Treppengipfel? Da ist es am meisten, habe ich so das Gefühl. Ja, aber wo da? Weil ich bin gerade nochmal... Ja, wo ich gerade markiert habe. Du hast nicht markiert, du wolltest markieren. Was ist denn da hinten? Was? Hä? Ach, das ist der Baum. Oh Gott, kennst du das, wenn du zu viel auf eine Stelle starrst und herausfinden willst, was das ist und dann plötzlich was ganz anderes an dieser Stelle siehst, als es eigentlich ist? Hatte ich gerade. Nein, das kenne ich nicht. Ist klar. Passiert mir nie. Natürlich nicht. Der Epi ist von allem reingewaschen. Er ist im Auftrag des Herrn unterwegs. Na, von welchem Film war das? Wobei, das waren, glaube ich, zwei Filme, ne? Teil 1 und Teil 2. Nee, das ist Bruce Brothers gewesen. Keiner hat jetzt dazugehört. Ihr könnt das alles nochmal selber erraten. Spult nochmal zurück, macht Pause, bevor der Epi anfängt zu sprechen. Und dann schreibt ihr einfach in die Kommentare, was das für ein Film war. Nein, mach das nicht. Dann ist ja ein Kommentar unter dem Video. Das ist nicht gut.
Warte mal, da gehe ich wieder zurück. Ist, glaube ich, auch besser, wenn ich jetzt wieder... Aber warte mal, da gehe ich durch den Wald zurück. Das will ich nicht. Weil ich muss ja jetzt erstmal das ganze Eisen hier wieder loswerden. Du musst gucken, dass wir das hier alles sauber kriegen. Dass wir das frei kriegen. Ich meine, gut, im Endeffekt macht der Epi ja nichts anderes als das, was wir kennen. Du musst mir das Eisen geben. Ich brauche 2 Barren. Wie? Ich krieg die nicht. Dann ist was los. 2 Barren willst du mich veräppeln? Ich habe eben 78 Eisenerz geholt. Ja, aber ich brauche 2 auf jeden Fall. Oh. Ja, du kriegst 2. Den Rest behalte ich. Randklippen. Ach nee, das haben wir schon gemacht. Nur, das will ich gerade einsaugen. Du Sau, nur weil ich nicht laufen kann. Da kommt so ein komischer, hässlicher Roboter. Ich muss weg. Boah, du mieser Kleid. Warte, dann nehme ich unten das Kupfer noch mit. Wenn ich jetzt schon mal hier bin, ich muss sowieso hier links rum, glaube ich, um wieder zurückzukommen, ne? Wenn ich jetzt hier schon so viel Kupfer sehe, was man hier abernten kann, dann nehme ich das direkt mit. Weil wir haben, glaube ich, viel verbraucht. Wir haben, glaube ich, nicht mehr so viel Kupfer da, wenn ich mich richtig erinnere. Oder wir hätten danach nochmal welches geholt. Ich bin mir nicht sicher. Weil ich brauche auch irgendwas mit Kupfer. Ich weiß nur nicht mal, was es war. Ich weiß nur noch, da war irgendwas. Ach, da vorne ist ja unser Haus. Das ist aber gar nicht weit weg. Nee, deswegen sagt... Ja, bist du ein Kupfer... Nein! Ach, ihr wollt mich doch veräppeln. Jetzt ist alles weg. Ihr könnt mich doch mal hier... Oh, was ist das? Das ist gelb. Ach so, weil ich frei... Das ist dieser gelbe Kristall. Was war das? Gebirgsküste? Oh, die Lumi-Dingsbums. Ich komme nicht drauf. War das das Honig? War das auch im Gelben? Ja, wir haben ja nur den Gelben gemacht, ne? Ja. Ich habe den gemacht, wollte ich nur noch mal sagen. Kennst mich mal. Jetzt habe ich es nicht mehr. Ich wollte es mir aufschreiben, diese Lumi-Dings. Wo waren die gelben Kristalle? Achso, genau, gelber Kristall. Gelber Kristall. Ja, sehr cool. Und ich war gerade hier und ich kann jetzt nichts davon einsammeln, weil ich total überladen bin. Ihr könnt mich doch alle mal. Hättet ihr das nicht irgendwie später machen können? Wenn ich meine Sachen schön abgeliefert habe, rausgetan habe und so. Dann, wenn ich wieder frei gewesen wäre und der Epi dann auf dem Weg zurück, das ist auch ganz wichtig, dann wäre das nicht das Problem gewesen. Dann hättet ihr das eben einblenden können. Dann hätte ich gesagt, Schatz, ich gehe noch mal ganz kurz zum gelben Wald zurück. Dann hätte er gefragt, warum, was willst du denn da? Und dann hätte ich gesagt, oh, ein bisschen spazieren gehen. Oh, ich habe... Also mit 5 Dingern konnte ich gerade 2 Barren anwerfen. Na super. Und 2 Barren brauche ich für einen Eisenrahmen, den ich noch brauche für die Verbesserung. Hä, wieso bist du da? Ich dachte, es geht hier unten nach Hause. Die Gameplayerin nach Hause telefonieren will. Die wollen nur einfaches Futter, die Viecher. Warte mal, habe ich jetzt den besseren Sauger eigentlich schon gehabt? Weil für die Zweige oder irgendwas braucht man doch den besseren, oder nicht? Weil hier unten ist nämlich was. Aber bei meinem Glück habe ich das eh nicht und wir können das nicht herstellen. Das ist nämlich der letzte Teil, den wir herstellen müssen. Nein, natürlich habe ich die Verbesserung nicht. Hast du den verbesserten Sauger? Aber nicht die Stufe, die wir brauchen, glaube ich. Weil sonst müsstest du mal hier, wo ich jetzt meine Markierung mache, in den Tieflandebenen. Da sind die. Und die müssen wir freischalten, damit ich endlich mal eine Karte machen kann mit ganz vielen Markierungen. Nicht nur zu unser allerbesten, sondern natürlich auch für die Leute, die meinem Blog folgen. Was für ein Blog? Mein Blog. Ich bin mir gerade nicht sicher. Gameplayerin.de verweist, glaube ich, auf YouTube. Aber ihr könnt auch einfach blog.gameplayerin.de eingeben. Und dann kommt ihr auch dahin. Und ich laufe gerade falsch, oder? Ich bin mir gerade nicht sicher. Warte mal, ich komme von der Wasserseite. Aber da hinten bist du irgendwie. Ja, ich bin zu Hause. Ja, ich glaube, ich muss hier über den Berg irgendwie drüber. Aber ich meine, man kam da auch über die Wasser. Ich kann ja nicht fliegen, das ist mein Problem gerade. Ich pflanze gerade Gameplayerins Cannabis an. Was? Oh, was ist jetzt los?
Ihr raucht wieder so viel. Erstens habe ich nicht mehr geraucht seit Ewigkeiten. 15 Jahren fast. 16 Jahren. Und nein, ich wusste, ich komme hier nicht hoch. Ach, ihr könnt mich doch mal. Ich kann da nicht am Wasser vorbei. Wie komme ich denn jetzt nach Hause? Ich würde einfach mal sagen, wenn jetzt nichts Großartiges mehr passiert, beenden wir hier erstmal die Folge. Ich verirre mich hier noch so ein bisschen im Dschungel auf der Suche nach dem Weg nach Hause. Der Epi will mir ja nicht helfen. Und ich kann halt nicht fliegen im Moment. Deswegen habe ich jetzt ein kleines Problem, dass ich nirgendwo so richtig hochkomme. Was ist denn das hier? Achso, doch, das hatte ich schon mal. Ich glaube, da konnte man auch hingehen. Hoffe ich zumindest, dass ich von hier aus jetzt wieder nach Hause komme. Kleine Gameplayerin hat sich im Wald verirrt, sucht jetzt den Weg nach Hause. Und ich würde sagen... Wird ihn nicht finden. Der Händler ist da. Und ich würde... Ah, ich sehe unser Zuhause. Ich habe es geschafft. Ihr müsst ja nicht dabei zugucken, wie ich die Sachen jetzt einsortiere. Deswegen sage ich mal, vielen Dank fürs Zuschauen auf dieser Folge. Genau, reden kann ich auch nicht mehr. Ich bin schon völlig verzweifelt, total überladen und ich bin einfach nur noch neben mir gerade, wie ihr schon festgestellt habt. Ach, ich komme von der anderen Seite. Ich dachte, ich komme von rechts. Na gut, ich sage ja, total durcheinander. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ciao. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.